Ziel an der Olympiade wird natürlich sicher ein Podestplatz sein, aber ich glaube, mitmachen ist alles und das ist der grösste Anlass, was es geht darum, dabei zu sein, mal wäre schon das Größte für mich. Mein Name ist Evelyn Pent, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Untersen. Ich bin im Nationalteam Freeski in der Disziplin Slopestyle. Es geht um den Style, es geht um das Niveau der Sprünge. Wie kann ich variieren? Kann ich vorwärts, rückwärts fahren? Kann ich beide Seiten spinnen? Um das geht es absolut nicht um die Zeit. Ich bin Elias Ambühl, 21 Jahre alt und bin Freeski-Profi. Ja, für die Leute, die Freeski eigentlich nicht kennen, das ist relativ einfach. Es ist wie Ski Alpin. Wir gehen einfach noch ein bisschen über grössere Sprünge und probieren viele Saltos zu machen, wieder auf den Füßen zu landen. Und dann gibt es verschiedene Disziplinen. Halfpipe, das ist wie eine aufgeschnittene Röhre. Und dann hat es Slopestyle, das sind ein paar Sprünge hintereinander, auch noch mit Rails drin, also eigentlich wie Steigergeländer, wo wir drüber rutschen. Und dann Big Air, das ist ein Sprung und dann ist es eigentlich fertig. Und meine Lieblingsdisziplin ist Big Air. Ich tue jetzt 5-6 Jahre Skifahren und vorher bin ich nur gesnowboardet. Zum Freeski bin ich eigentlich über meinen Bruder gekommen, weil wir sind von Grund auf schon recht aus einer alpinen Familie gekommen, also Skifahren. Er hat mir dann das mal mit 13 gezeigt und gesagt, ich soll das mal probieren. Man kann ganz verschiedene Sachen machen. Man sieht einfach wie ein bisschen freier als im Alpinsport. Und das hat mir von Anfang an gefallen und ja, jetzt ist es mein Beruf. Wenn ich einen grossen Kicker vor mir habe, ist es immer zuerst so ein bisschen Nervenkitzel. Dann schaue ich meistens mal den Jungs zu oder wer schon drüber gefahren ist, wie ist der Speed. Und dann kann ich meistens einmal jemandem hinten nachfahren und dann ist schon so ein bisschen, bin ich schnell genug, stimmt das Tempo, komme mit Landung. Aber wenn man das dann mal draus hat, dann ist es einfach ein schönes Gefühl. Ja, je nach Sprunggröße hat man schon Zeit, um recht viele Sachen zu denken. Sobald man von dem Absprung weg ist, dann ist man schwerelos. Man fliegt dann einfach bis zu einem toten Punkt und dann merkt man, wie es wieder abwärts geht und die Landung langsam kommt und dann muss man auch die Landung abwechseln, also, dass es auch gut aufgeht. So, ich mache sehr gerne den Flat 5. Ganz ausgesprochen heisst das Flat 5-14. Das heisst, ich mache 1,5 Dreiecke. Das heisst, ich fahre vorwärts an und lande rückwärts und bin so leicht off-axis. Ja, mein Lieblingssprung jetzt auf dem Schnee ist eigentlich Flatspin 540. Das ist eigentlich relativ einfach. Aber man sieht alles in der Luft und man kann wirklich geniessen, wenn man durch die Luft fliegt. Und darum mache ich den Sprung auch so gerne. Seit der Sport olympisch wurde, dreht sich viel mehr um den Sport. Es ist sicher auch so, dass viele Leute nicht den Lifestyle verlieren wollen, den Freeski oder Snowboard hat oder hatte. Und darum es werden immer wieder Leute sein, die dagegen kämpfen, dass es nicht so wird. Und die werden auch nie einen Wettkampf fahren oder so. Ich sage, die Leute braucht es. Das ist sehr wichtig, weil so hat man auch das Publikum auch in unserem Sport. Der Unterschied zwischen Mann und Frau in unserer Sportart ist eigentlich zum einen der körperliche Unterschied. Dann denke ich, dass die Männer einfach mutiger sind. Wenn die Frauen sich so langsam herantasten wollen, sagen, denke ich, die Männer noch einmal, so mache ich jetzt und probiere. Vom Kurs selber gibt es eigentlich kleine Unterschiede, weil die Frauen genau den gleichen Slopestyle fahren wie die Männer. Es kommt vor, dass in Bahnen Slopestyle, dass es zwei Absprünge gibt. Ja, es gibt schon so Ende Winter oder Anfangswinter, wo ich dann auch einfach mal Spass habe, wenn es recht viel Schnee hat, jetzt einfach raus auf die Straße gehen und irgendeinen coolen Spot finden, wo ich kann fahren kann mit ein paar Kollegen. Das habe ich schon immer noch. Weil, als ich angefangen habe mit dem Sport, war das Einzige, was man hatte. Man ist nach der Schule bei uns hinter dem Garten, haben wir Boxen und Relka selber aufgestellt. Und so ein bisschen das, wir sind dann rumgeschieben, einfach ein bisschen weniger harte Tricks machen, aber halt irgendetwas Kreatives bauen oder so. Ja, Menge Rückschläge und das sind halt schon meistens einfach Verletzungen, die man hat. Ich habe dreimal das Knie kaputt gemacht, ich habe mir das Fußgelenk gebrochen, ich habe mir die Hand gebrochen. Das sind so die grösseren Verletzungen, die man hat. Dann sind es halt Prellungen, Zerrungen,
solche Sachen. Und für mich ist es schwierig, mit dem umzugehen. In meiner Karriere habe ich jetzt eigentlich noch nie eine rechte Verletzung oder sonst Tiefs gehabt. Es ist eigentlich mehr oder weniger immer der Zug gut gelaufen, so Holz anlangen. Ich glaube, das Schwierigste war, dass mit dem ganzen Druck lernen umzugehen, dass man im Sommer relativ viel Eigendisziplin hat zum Trainieren. Und im Winter ist man nachher einfach in 6 oder 5 Monate weg und sieht eigentlich niemand von daheim. Immer wenn die Disziplin neu wurde, bei den Olympischen Spielen hat es Gold gegeben. Ja, jetzt wären wir dran. Die Leute auf der Straße sprechen mich immer wieder an. Ja, neue Disziplin an der Olympiade. Schweizer gewinnt eigentlich normalerweise. Jetzt muss ich gewinnen. Und dann denke ich auch immer, ja, machen wir nur keinen Druck.